Hello guys, meine lieben Mission Millionaristen Follower. Heute schauen wir uns mal so ein bisschen ein Vergleichsvideo an, was normalerweise ja nicht so mein Ding ist, denn das Glück ist tot, ist der Vergleich, kann man sagen. Aber manche sagen dann auch wieder, manche Philosophen sagen, gerade der Vergleich ist die Basis einer jeden Motivation. Ja, denn was willst du überhaupt messen ohne eine Benchmark? Und eine Benchmark ist nun mal ein Vergleich. Im Marketing geht so ziemlich gar nichts ohne Benchmark. Und von daher, jetzt schauen wir mal, wieso die Vermögenskurve vom Herrn Kolja Barkhorn ist, von Aktien mit Kopf. Und das interessiert uns jetzt, finde ich persönlich sehr. Zurückblicke finde ich immer sehr interessant, besonders bei Personen, die sehr gut alles dokumentieren, von sich selber auch. Ja. Ich bin da wahrscheinlich eher mehr so ein Marketing-Typ, der da wahrscheinlich weniger irgendwie auf Excel-Sheets rückblickend wie soll ich sagen, sämtliche. Na, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Rechnungsbelege aus dem Supermarkt sammelt, obwohl man natürlich ein Stück weit ja schon da mal genauer hinschauen sollte. Na, da habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber es gibt eben die verschiedenen Typen. Okay, jetzt zu diesem Video. Er nennt es Philosophie am Freitag, wo er auch mal sehr, sehr krasse, teilweise Statements raushaut, also immer wieder nett, auch wenn du so ein bisschen so eine Mischung brauchst von Politik und Wirtschaft, ne? Also so Philosophie am Freitag Hashtag ist dadurch da doch recht, könnte recht interessant sein, würde ich an deiner Stelle vielleicht auch mal reinschauen, wenn du es noch nicht kennst. Und ansonsten schauen wir uns einfach mal an, wie jetzt seine Vermögenskurve so ausschaut. Ist ja schon sozusagen an der Tafel schon einiges vorweggenommen. Da sehen wir die Millionen-Euro-Grenze oder Pfund. Das ist das Pfundzeichen? Nee, das ist die Euro-Grenze. Also ich werde mich auch bemühen. Ihr seht schon hier meinen fetten schwarzen Knüppel hier, den ich ja vor einiger Zeit mal gekauft habe. Den habe ich immer zu weit wegstehen haben. In letzter Zeit ist einfach die Aufnahme relativ leise geworden und deswegen Hallo Test, 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 Hallo Test. Ja gut, es müsste wieder passen. Ja. Interessant, ne? Also wir sehen hier 25k, 50, 75, 100 und dann Millionen. Und wir wissen ja alle, ohne dass ich das Video jetzt gesehen habe oder kenne, wir wissen ja alle, dass so Sparplan, Zins und Verzinseszins der Vermögenskurven ja in der Regel exponentiell stattfinden. Und deswegen erwarte ich hier jetzt auch sozusagen kleinere Anstiege, sozusagen so eine Art Kurve, ja, so eine S-Kurve oder wie nennt man das in der Liebe Kapitalisten, wenn ihr auf den Kalender guckt, seht ihr, heute ist Philosophie am Freitag. Doch mit einer Ausnahme, wir befinden uns nämlich hier an der Tafel und heute stelle ich euch mal meine Vermögenskurve vor vom Alter mit 16 Jahren bis 36. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute zeige ich euch, wie gesagt, mal die Vermögenskurve mit ein paar kleinen Insider-Stories und so, wie das alles zustande gekommen ist und welche Erkenntnisse man eigentlich für sich selber vielleicht oder daraus schließen kann. Bei mir ist immer die wichtigste Erkenntnis, dass Vermögensaufbau eigentlich in den seltensten Fällen linear verläuft. Viele von uns, die sich mit dem Thema beschäftigen, wir geben ja irgendwie ganz gerne unsere Ziele und unsere Renditen in irgendwelche Excel-Tools oder Portfolio-Performance ein und dann rechnen wir mit irgendwelchen historischen Durchschnitten im Sinne Sorry, von ich muss ja, kurz stoppen. 7%. Bei mir ist nicht was auf dem Herd. Moment. So, ich habe nämlich ein paar Riesengarnelen bei mir in der Pfanne und die sollten nicht zu lange brauchen. Deswegen habe ich jetzt kurz unterbrochen. Sorry, es geht schon weiter. Pro Jahr und so weiter. Aber Pro was wir ja Jahr sehr und so häufig weiter. nicht. Aber was wir ja sehr häufig nicht berücksichtigen in unserer Kalkulation ist,
die Realität. Nämlich, dass sich unsere Einkommenssituation ändern kann, dass sich unsere Wohnsituation ändern kann, dass wir Kinder bekommen können, dass wir uns scheiden lassen können. All diese verschiedenen Dinge berücksichtigen wir sehr häufig nicht in unseren ganzen Kalkulationen. Und deswegen will ich heute euch mal zeigen, dass eigentlich so in meiner Erfahrung jedenfalls Vermögensaufbau sehr häufig nicht so linear verläuft, wie man es eben manchmal denken mag, wenn man so an diese ganzen, ja, 7% Rendite pro Durchschnitt, pro Jahr und so weiter denkt und dann irgendwie das Ganze in die Zukunft extrapoliert und sich glaubt, okay, wenn ich jetzt so und so viel investiere, werde ich dann im Rentenalter so und so viel Geld haben. Das Ganze geht auch so ein bisschen darauf zurück, dass mich neulich jemand auf Instagram so gefragt hat, hey Kolja, was ist eigentlich dein Vermögensaufbau-Endziel? Und ich dann eigentlich recht spontan gesagt habe, naja, also so mindestens 1 Milliarde, und der dann irgendwie dachte, das wäre ein Scherz. Ich ihm dann gesagt habe, nö, das ist kein Scherz. Dann hat er gesagt, ja, aber wie willst du das denn machen? 1 Milliarde, das ist doch so viel Geld. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Ja? Aber als ich irgendwie gerade mal 5.000 Euro oder 10.000 Euro auf dem Konto hatte, hatte ich auch noch keine Ahnung, wie ich 1 Million Vermögen aufbauen kann. Das heißt, sehr häufig kommen uns die ganzen Erkenntnisse auf. Also dem muss ich also zu 100% beipflichten. Ja? Und das ist natürlich immer wieder die gleiche Story, die sich eigentlich auch immer wieder wiederholt. Das ist sozusagen das Umfeld. Ne? Also aus welchem Umfeld, da gibt es ja diese Vielzahl von auch Hollywood-Verfilmungen, wo einfach ein Kind oder zwei Zwillinge oder sowas, ne? Der eine wird im Armenviertel irgendwie aufgewachsen und also beide werden adoptiert. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Und dann der andere wächst halt in einem anderen Umfeld auf. Ne? Und logischerweise, als sie dann beide 20 sind, verdient der eine 100-mal mehr wie der andere. Ne? Also, ja, das ist halt, wie bin ich jetzt wieder auf die Story gekommen? Also ich verliere zurzeit immer den Faden. Irgendwie muss ich vielleicht mich mal untersuchen lassen. irgend so ein Gehirntest. Ja, jetzt machen wir einfach weiter. Was wollte ich eigentlich überhaupt sagen mit meiner Story jetzt wieder? Ja, genau. Also zu 100% muss ich das unterstreichen. Ne? Also weil wenn mir jetzt sozusagen in meinem Umfeld, ne, dieses typische Elternhaus, Nachkriegszeit, jeden Euro umdrehen, brave, fleißige, sehr fleißige, aber eben auch brave Arbeiter, die es niemals in Sinn bekommen würden oder hätten können oder was weiß ich, irgendwas zu studieren oder ein Unternehmen zu gründen. Ja, das sind einfach, waren einfach Optionen, die gar nicht existierten. Ich war der Erste, der überhaupt den Wunsch hatte, zu studieren oder Abitur zu machen oder eine eigene, damals war es eine Dönerbude, ja, weil ich einfach auch nicht wusste, was ich machen will, aber ich wusste nur, ich will was machen. Instinktiv war das immer schon in mir und deswegen bin ich auch der Meinung, dass letztendlich alles gelernt werden kann, aber nicht von jedem und zugleich gut. Ja? Also wenn zum Beispiel manche so Unternehmerprogramme und so weiter und Kurse und Online-Kurse immer so versprechen, jeder kann das und das und jeder kann das und das, ja, aber nicht immer alle gleich gut und so sozusagen Unternehmer zu sein oder sozusagen mal auf Risiko zu verzichten und dafür mehr Freiheit zu wollen oder mehr Geld oder was auch immer. Ja? Also sozusagen, es gibt für bestimmte Tendenzen, Richtungen unterschiedliche Menschentypen, garantiert. Und die sind genetisch veranlagt, meiner Meinung nach. Und dann eben entweder verstärkt oder verwässert durch das soziale Umfeld. Das heißt, du kannst ein Unternehmergen haben in dir, du irrst aber durch dein Leben, jahrzehntelang vielleicht sogar, bis du mal die richtigen Leute gefunden hast, wo du dann sozusagen davon lernen kannst und was weiß ich. Ja? Hast das Unternehmergehen und bist in einem Unternehmerumfeld, dann hast du meistens einen Senkrechtstart, ja? Und umgekehrt. Ne? Es gibt halt die Typen, die sind total auf Sicherheit, wie mein Dad zum Beispiel, ja, und so weiter. Jedes kleinste Risiko und so, ne? Es gab vielleicht zweimal in seinem Leben eine Situation, wo er Risiko eingegangen ist, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, das ist halt sozusagen, wenn mir also überhaupt, um das nochmal darauf zurückzukommen, wo ich jetzt 100% zugestimmt habe, wenn mir jemand als 20-Jähriger gesagt hätte, so und so viel im Monat verdienen, überhaupt kein Thema, ja. 5 Leute einstellen, überhaupt kein Thema. 10 Leute einstellen, überhaupt kein Thema. Ja, oder ein Team aufbauen von 12 Leuten. Ja, ich war als 18-Jähriger,
keinen Plan von irgendwas. Ja? Niemals in den Sinn gekommen, eine Führungspersönlichkeit zu werden oder irgendwas. Ja? Oder irgend sowas in der Richtung. Ja? Also das ist einfach, das war komplett nicht in mein Teil meines Universums. Und deswegen lass dir niemals einreden, dass irgendwas grundsätzlich nicht möglich ist. Ja? Wie gesagt, unter Berücksichtigung all dieser Dinge, die ich jetzt auch gerade gesagt habe. Und aber dieses Grundsatzdenken, ja, dieses Schubladen, dieses Kleinkarierte, dieses von vornherein Ausschließende, weil ja das einfach nicht geht oder sich das einfach nicht gehört oder, ja. Das ist ganz stark verbreitet und ich muss auch leider dazu sagen, es ist nicht nur, es ist wahrscheinlich überall verbreitet, zum gewissen Grad. Aber ich habe in meinem Leben schon viel auch mit Amerikanern zu tun gehabt, auch als ich jünger war noch. Dann Gott sei Dank, ne, da habe ich einfach auch ein bisschen andere Blickwinkel dann erleben dürfen in meiner Studentenzeit. Aber und die haben halt grundsätzlich ja, ein völlig anderes Mindset und viel offener. Und ja, die sagen immer, okay, everything is possible. Ja, also erstmal sagen sie immer, es ist möglich. Und dann schauen sie, und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann sagen sie, okay, hat es halt nicht funktioniert. Ja, und nicht umgekehrt, ja. Und deswegen muss ich hier wirklich zu 100% beipflichten. Jetzt habe ich lange, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder gemacht, aber ja, ist nun mal meine Reaction. Meine Reaktion. Ist ja mein Reaktionsvideo, nicht wahr? Okay, weiter geht's. Ich muss mal ganz kurz nochmal auf Stopp drücken. Schauen wir meine Riesengarnelen. Okay, sorry guys, wenn nämlich vorhin schon beinahe meine Kartoffeln im Ofen angebrannt, als weil ich immer gleichzeitig was mache, weil es ist mir einfach viel zu viel Zeit, in der Küche rumzuhängen, ja, und irgendwie zu kochen und irgendwelchen Kram zu machen und nicht gleichzeitig was anderes zu machen. Ja, deswegen mache ich immer irgendwas in der Küche und dann mache ich gleichzeitig was anderes, während in der Küche da mein Essen macht und so weiter. Und deswegen muss ich da aufpassen. Ich habe schon so oft einmal fast meine Küche abgefackelt. Ja, also weil da habe ich dann irgendwas vergessen gehabt, war dann wieder vertieft in irgendwas mit YouTube oder Arbeiten irgendwas. Dann hatte ich vergessen, dass da was an ist und dann irgendwie war schon der Feueralarm wieder im Gange. Okay, also jetzt soll es weitergehen hier. Ja, gut. Erst auf dem Weg so nach und nach. Und wir müssen auch gar nicht immer das Endziel unbedingt direkt vor Augen haben und schon wissen, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir tun. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel rumlabern. Nur zwei Sachen sage ich noch ganz wichtig vorab. Erstens, ich werde jetzt hier in diesem Video zwar natürlich ein paar Sachen erzählen, aber ich werde jetzt nicht ganz im Detail auf alles genau eingehen, wie ich in der Vergangenheit wo. Du wirst also nicht alles ganz genau im Detail. Da habe ich mir jetzt schon ein bisschen mehr erwartet, mein lieber Kolja. So ein paar Details aus der Jugend. So, na, wo du ab und zu mal aufs Maul gefallen bist. Nee, mit einer anderen Idee. Ja, ich hätte wahrscheinlich da auch Probleme mit, warum auf der Vergangenheit rumkauen, ne? Meine Liste, die wäre wahrscheinlich gar nicht, würde gar nicht auf eine DIN A4 Seite passen, was ich schon alles versucht habe in meinen jungen Jahren. Mein Geld und so weiter verdient habe. Dazu gibt es auch bereits ein Video hier auf dem Kanal, wo ich erzähle, wie ich Geld verdiene und so. Das heißt, ich will jetzt heute da nicht zu viel im Detail drauf eingehen, sondern mehr einfach nur die Kurve hier für euch skizzieren. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Holt euch einen guten Kaffee oder einen Kong Strong oder was auch immer, um euch schön entspannt zurückzulehnen. Ne? Und danach natürlich ein guter Kaffee und vermengt mit etwas Sambuca. Ja, also das, also falls ihr mal so einen Kick braucht, falls ihr mal down seid, ja, und dann macht euch einfach einen frischen Kaffee mit guter Qualität und tröpfelt da so mal so ein kleines Stamperle Sambuca rein. Das kickt ohne Ende, weil da nämlich so viel Zucker drin ist und Alkohol gleichzeitig und ja, es ist sehr, 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 sehr schön. Okay, sorry, ich bin schon wieder beim Unterbrechen. Bitteschön, lieber Kolja. Und vielleicht noch zu feiern, dass der Mietendeckel verfassungswidrig ist und deswegen gekippt wurde. Ja? Und das hilft natürlich uns auch beim Vermögensaufbau. Hier haben wir natürlich auf der Y-Aktie wie immer das Geld, das Vermögen. Also hier habe ich jetzt einfach mal 1 Million, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, so einen fixen Betrag zu haben, sondern einfach so im Sinne vom Zinseszinseffekt, wann hat man so einen bestimmten Betrag erreicht, ab dem es halt so ein bisschen Schwung auch mit nach oben nimmt. Und hier unten auf der X-Aktie, ja, haben wir natürlich
unsere Lebenszeit, die wir mehr oder weniger sinnvoll oder manchmal auch unsinnig verplempern oder eben auch nutzen. Ja. Insofern würde ich sagen, auch heute noch eine plausible, sagen wir mal, Zielsetzung oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise einfach eine Hausnummer auch, also noch, ne? Wir haben ja auch in den letzten Jahren so gut wie keine Inflation gehabt im Vergleich zu dem, was an Geldmengen gestiegen ist. Weil wenn du mal sagst, okay, ich verdiene jetzt halt, egal was ich mache, unterm Strich, also wenn ich halt diversifiziere, ja, ich muss nur diversifizieren und mich vielleicht ein bisschen auskennen oder nicht mal das, ich gebe es einfach einem wirklich guten Fondsmanager. Also irgendwo mache ich dann wahrscheinlich immer zwischen 7 und 8%, ne? Und jetzt sagen wir mal, sind wir mal Optimist, wir sind ja alle Optimisten, sagen wir mal 10%. Dann hast du halt bei einer Mio halt mal eben 100.000 Zinseinnahmen im Jahr. Und wenn du jetzt dummerweise in Deutschland wohnst, dann musst du da eben wieder 25% oder 26% abziehen, aktuell noch, das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann bald mal ändern. Dann hast du halt 75.000 netto mit einer Mio. Und 75.000 ist komischerweise auch so, sagen wir mal, die Grenze netto 75, ja, netto, wo du schon wirklich als Angestellter schon sehr guten Job haben musst. Also, weil wenn du als Angestellter 75 netto verdienen willst, wir teilen das mal kurz, 75 geteilt durch 12, also wenn du als Angestellter 6,5 oder 6 netto verdienen willst im Monat, ja, und dann noch krankenversichert und alles drum und dran, du bist Angestellter, ja, dann kostest du deinem Arbeitgeber, ja, so um die 120 oder sowas, ja, und das sind dann also nicht mehr die normalen Durchschnittsjobs und davon gibt es halt nicht so viele und deswegen hast du schon allein, kannst du also wirklich schon, ja, ich würde mal sagen, relativ weit über Durchschnitt leben, allein vom Zins 1 Million Euro flüssig. Ja, viele haben ja irgendwie dann 1 Million oder sind Millionär in Anführungsstriche, weil sie irgendwas geerbt haben. Das ist dann gebunden in einem Grundstück oder so. Ich kenne hier viele, da wo jetzt sozusagen auch ein Generationswechsel stattgefunden hat. Und dann haben die halt irgendwie so ein uraltes Haus auf einem relativ großen Grundstück noch, damals so vom Zweiten Weltkrieg Wende irgendwie gekauft für billiges Geld, ja, oder so ein alter Bauernhof oder irgendwie sowas, der irgendwie 1 Million wert ist, theoretisch oder auch faktisch, aber es ist halt nicht flüssig, ne, wirft halt keine Kohle ab, sondern kostet nur Instandhaltung oder, ja, es ist einfach nur ein Klotz am Bein letztendlich, die müssen dann schauen, wie sie es weiterbringen oder umändern oder daraus irgendwie einen Wohnblöcke dann bauen drauf oder irgendwie sowas, gibt es jetzt hier bei uns hier in der Gegend relativ häufig, man sieht es so immer wieder so Fleckchen, wo dann wieder zugebaut werden oder auch eben nicht, wenn keine Kohle da ist. Das heißt, muss man erstmal wieder investieren. Also Immobilien ist halt einfach ein Riesending, wo man sich dann ewig wieder rum beschäftigen muss und wieder Expertise aufbauen muss und so weiter, weil einfach Immobilien auch komplex sind, ja, weil halt einfach auch das physisch ist und einfach auch immer wieder mit vielen Investitionen und 10.000 Regeln und Steuern und Klump und Zeug halt einfach, ja, wesentlich komplexer als wie jetzt einfach eine Aktie irgendwo kaufen. Ja, ein Depot eröffnen, das kann wirklich jede Oma mittlerweile. Und ja, deswegen 1 Million finde ich schon mal ein gutes Ziel. Ich muss jetzt einfach noch mal kurz schauen wegen meinen Riesengarnelen. Ne? Also eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, Guys, ich bin wieder da. Ich glaube, meine Riesengarnelen, Seelachsfilet ein bisschen dazu, dann Ofenkartoffeln. Ich glaube, das ist mir selten so gut gelungen wie heute. Deswegen werde ich das mal kurz fotografieren und dann auf Instagram posten. Ihr könnt mich da auch auf Instagram mir dann kommentieren, ob ihr das gut findet, was ich jetzt gerade zusammengebrutzelt habe oder auch nicht. Ich bin auf Instagram auch unter missionmillionär.de. Also falls euch interessiert, hier in der Beschreibung findet ihr dann auch meine Instagram. So. Muss natürlich jetzt passieren, das Foto. Sorry dafür. Später ist es ja gegessen. Zack.
Ja, schauen wir mal weiter. Ach so. Red Wine, Dornfelder, Pfalz, 2019, lieblich, sehr empfehlenswert beim Rewe. In Kombination natürlich, ja, in Kombination. Fangen wir jetzt erstmal direkt mit dem 16. Lebensjahr an. Oh Gott, da muss ich eine ganze Weile zurückrechnen. Ja, das müsste halt irgendwann so in der 11. Klasse oder so gewesen sein. Da war natürlich mein Vermögen null. Ich habe zwar ab und zu auch schon so, als ich so 16, 15 war, so hier und da mal gearbeitet, mein erster richtiger Job. Ja, was jetzt nicht irgendwie darum handelte, dass ich irgendwie bei meiner Mutter im Garten irgendwie Karotten ausgegraben habe und dann irgendwie so ein bisschen Taschengeld dafür bekommen habe, war, dass ich bei Hertha BSC gearbeitet habe. Das müsste so ungefähr diese Zeit gewesen sein. Und zwar war das so eine Art Mischung aus Balljunge, Mädchen für alles, irgendwelche Weihnachtsbäume aufstellen, auf dem Mittelkreis stehen während der Halbzeit und so weiter. Das war eigentlich ein richtig cooler Job. Man hat sehr viel erlebt, sehr viele Sachen gelernt und viele, viele Leute natürlich kennengelernt dort. Und natürlich konnte man sich auch dann immer die Hertha BSC Heimspiele angucken. Damals gab es noch so richtig krasse Koryphäen wie so Paule Beinlich und wie die alle hießen, Michael Preetz, ja. Das waren noch so die richtigen Fußball-Ikonen. Und das war ein cooler Job, aber er wurde leider sehr schlecht bezahlt. Das heißt, Vermögensaufbau war damals irgendwie nicht wirklich drin, weil das ganze Geld hat man natürlich irgendwo wieder dann verzockt, ja, oder halt verplempert irgendwo, keine Ahnung was. Das hat sich auch eigentlich bis zum 18. Lebensjahr so hingezogen. Das heißt, ich habe sowieso nicht wirklich relevant Taschengeld oder so bekommen. Meine Mutter war da eigentlich ziemlich streng, was ich eigentlich auch im Nachhinein sehr dankbar bin, weil sie hat mich einfach so dadurch indirekt gelehrt, ein Budget zu halten. Es war dann zum Beispiel so, ich weiß noch sehr gut, wir sind so in der 12. Klasse Leistungskurs Französisch irgendwie nach Belgien gefahren mit dem Zug und ich hatte halt vorher mein ganzes Taschengeld eigentlich ausgegeben, hatte nur noch irgendwie so 10, 20 Euro mit, habe meine Mutter gefragt, du, kriege ich noch was? Wir fahren jetzt 3 Tage mit Leistungskurs, fahren wir nach Belgien und sie so, nö, kriegst du eigentlich nicht, ja. Und das war ziemlich heftig, weil ich war dann halt in Belgien und die Leute waren halt alle essen und so. Klar, da gab es natürlich auch in der Jugendherberge ein bisschen Futter und so, aber ansonsten sah es halt ziemlich mau aus und während die anderen halt irgendwie sich Nudeln oder so bestellt habe ich hier halt ein Baguette gegessen, ja. Also das war halt schon spannende Zeiten damals, muss ich sagen. Ja, so habe ich dann nach und nach so ein bisschen auch gelernt, schon mal so, dass man eben ein Budget haben muss, mit dem man eben auch haushalten kann. Dann mit 18 habe ich so auf einen Schlag schon zum ersten Mal, glaube ich, so richtig aktiv so ein bisschen Vermögen gehabt. Und zwar, als ich 4 Jahre alt war, hatte ich ja einen ziemlich fetten Hundebiss hier. Deswegen, falls ihr euch wundert, wenn ich mich so drehe, hier ist immer eine Narbe. Die habe ich damals von einem Hund bekommen, als ich 4 Jahre alt war. Und da gab es dann irgendwie so ein bisschen Schmerzensgeld. Das hatten meine Eltern dann irgendwie zurückgelegt. Und dann, als ich mit 18 halt irgendwie mal raufgeguckt habe, das war, glaube ich, damals noch bei der Dresdner Bank, ja, ein Konto, das war, glaube ich, auch in irgendeinen Fonds investiert. Und das waren dann so, glaube ich, so 860 € oder irgendwie sowas. Das habe ich dann alles sofort verkauft, sofort gesagt, weg mit dem Kram, ja. Und habe dann das Geld halt, keine Ahnung, was ich damit gemacht habe, Leute. Also das kann ich euch wirklich nicht mehr sagen, beim besten Willen. Ich weiß noch, als ich dann 18 war und dann irgendwann aus der Schule kam, nach dem Abi, ja, dann hatte ich noch ungefähr 4 Monate Zeit bis zur Bundeswehr. Und diese Zeit habe ich nicht etwa damit verbracht, irgendwie einen Führerschein oder irgendwas anderes Sinnvolles zu machen oder zu arbeiten, sondern ich weiß, ich bin mit meinem Kumpel Julian damals von einem Fitnessstudio zum anderen in Berlin gependelt und haben uns immer die ganzen Probetrainings reinskaliert, ja. Schön immer so eine Woche oder einen Monat kostenlos trainieren und haben einfach so in den Tag reingelebt, ja. Was ich eigentlich auch, aber eigentlich für ganz cool manchmal finde, einfach so mal so, man hat, ich meine, man hat eigentlich so sein ganzes Leben lang von fast so 4 Jahre an bis 18 ist man irgendwie in die Schule, drückt die Schulbank und so, dann hat man sich auch, finde ich, nach dem Abi auch erstmal, wenn man Bock hat und nach der Abifahrt, erstmal eine kleine Auszeit verdient, finde ich jedenfalls, ja. Und dann ging es halt eben ab zur Bundeswehr. Hier seht ihr es an diesem mickrig gemalten Logo von mir. Und ja, dann
ging es eigentlich auch zum ersten Mal wirklich los mit Vermögensaufbau. Alles davor war halt immer so Konto plus minus null. Und auf einmal, als wir dann so dort waren und wir unser Konto angeben sollten, um ein Wehrsold zu erhalten, habe ich ziemlich erstaunt geguckt. So, ich dachte, Bundeswehr ist irgendwie sowas wie Zivildienst, so, man muss das jetzt hier so machen. So. Ich dachte, da kriegt man gar kein Geld. Und ich so, doch, natürlich kriegen sie ein Wehrsold. Sie kriegen auch so eine Entfernungspauschale, wenn sie halt hier jedes Mal nach Demen und Dabel fahren, mitten nach Mecklenburg-Vorpommern ins schöne Mecklenburger Land. Ja, da habe ich auch noch ein paar gute Erinnerungen von damals. Und dann haben wir irgendwie so, ich glaube, das waren so 350 Euro. Irgendwo habe ich, glaube ich, noch die Gehaltsabrechnung bekommen pro Monat. Und das Geld dort musste ich eigentlich nicht wirklich ausgeben. Es war halt so, in der Grundausbildung bei der Bundeswehr, da hast du eigentlich eh erstmal nicht wirklich Zeit. Du bist 3 Monate lang fast am Stück immer da, außer am Wochenende kannst du natürlich nach Hause. Da habe ich natürlich dann noch bei meinen Eltern gewohnt und habe da jetzt auch nicht so viel gemacht, weil es war ziemlich anstrengend in der Grundausbildung und dann hast du eigentlich das Wochenende über die meiste Zeit zu Hause verbracht und gepennt und Filme geguckt oder so und nicht jetzt irgendwie großartig noch feiern gewesen. Da habe ich einfach gar keine Energie mehr großartig für gehabt. Ja? Die Leute, die wirklich eine gute Grundausbildung gemacht haben, die wissen, was ich meine. Ja? Und dann während der Bundeswehrzeit dort immer halt so, ich glaube, Dienstschluss war an normalen Tagen irgendwie 17 Uhr oder so und dann, außer es war halt irgendeine Sonderübung und dann sind halt einige von den Leuten halt immer ins Mannschaftsheim gegangen und haben sich da ein paar Lübser Pilz und so weiter reingeknallt, aber ich war halt voll im Trainingsmodus und war dann irgendwie noch selber trainieren und hab da auch nicht so viel Geld ausgeben können eigentlich, ja. Und das hat sich dann auch nach der Grundausbildung so nach und nach eigentlich so eingebürgert bei mir. Das heißt, ich wusste zwar nicht, was ich mit dem Geld irgendwie machen sollte, aber ich habe halt irgendwie es zumindest nicht mal ausgegeben. Und das war eigentlich so unwissenderweise eine der wichtigsten Entscheidungen damals schon, weil es dann später natürlich den finanziellen Spielraum erweitert hat. Und dann war es halt so, ich weiß noch ganz gut, irgendwann, das müsste so im 6., 7. Monat gewesen sein. Damals war die Wehrpflicht ja auf 9 Monate festgelegt. Und dann war ich halt irgendwie zu Hause, haben so Fußball gespielt mit ein paar Leuten am Wochenende. Und einer meiner anderen Kumpels, der auch beim Bund war, der meinte so, ja, was hältst du jetzt hier vom Einsatz und so weiter? Die haben ja letzte Woche angefragt. Und ich so, hä, wie, was Einsatz? Und er so, naja, wir können halt noch verlängern auf 22 Monate. Und dann gehen wir noch in Auslandseinsatz und so weiter. Und dann dachte ich erstmal so, nee, das ist, glaube ich, nichts für mich. Und so auf der anderen Seite dachte ich mir so, ey, was soll ich jetzt machen? Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit meinem Leben tun soll. Dachte ich mir so, hey, warum nicht? Dann gibt es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld da zu verdienen. Und genau so war es eben. Schon natürlich nach den ersten 3 Monaten kriegt man dann auch direkt eine Gehaltserhöhung. Das zieht sich dann immer so je nach Dienstgrad so ein bisschen mit nach oben. Kann man auch, wenn man selber nachgucken will, mal in diese ganzen Gehaltstabellen reingucken. Und dann natürlich, der richtige Gehaltssprung kommt aber, wenn du die 9 Monate abgeschlossen hast, dann bist du nämlich im ersten Monat freiwillig länger dienend und dann gibt es erstmal direkt statt irgendwie 315 oder 400 oder 500 Euro gibt es direkt erstmal 900 bis 1000 Euro. Ja? Und das ging dann eigentlich so weiter bis Mai 2006, wo ich dann so 21 Jahre alt war und rauskam aus der Bundeswehr. Und ich weiß es noch ganz genau, wie ich auf meinen damaligen Kontoauszug tatsächlich halt so 25.000, 26.000 Euro halt hatte. Ja, das war also so viel Geld, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben logischerweise hatte davor auf dem Konto und natürlich wirklich auch für einen jungen Menschen in dem Alter echt gar nicht so schlecht, ja, weil ich einfach nie Ausgaben hatte. Ja, und dann war ich aber dann auch schlussendlich fertig mit der Bundeswehr und es ging hier eigentlich ziemlich schnell direkt in die Selbstständigkeit. Ja, das war um den Dreh rum, so Mitte 20, auch ungefähr 20 oder 25.000 Mark damals bei mir noch. Ich bin ein bisschen älter gehabt. Nur ich habe das sozusagen in Fieselarbeit über fast ein Jahrzehnt hinweg sozusagen zusammengespart gehabt. Ne? Weil, wie gesagt, meine Eltern waren halt einfach ja diese Sparfüchse und so, Nachkriegskinder und so weiter. Und die haben halt auch nicht viel mehr gekannt, als wie fleißig arbeiten für wenig Geld und sparen. Ja, also dieses typische deutsche Volk, das man so richtig schön ausdrücken kann. Ja. Und ja, also ich habe Zeitungen getragen und mit unterschiedlichen ja, Wegen doppelt und dreifach, ne, Zeitungen ausgetragen, weil da gibt es ja auch damals schon irgendwelche Regelungen, was man darf, zu wie vielen Jahren und
Ich habe mit 11 Jahren schon angefangen. Flaschen gesammelt am Baggersee mit 2, 3 Kumpels und was weiß ich alles, was mir eingefallen ist. Und alles auf Sparbücher und dann auf festverzinsliche, damals gab es noch sogenannte festverzinsliche Sparbücher. Also ein Sparbuch, wo du Geld drauf tust und das wird dann gesperrt für 5 Jahre und du kriegst dann 2% mehr Zinsen oder sowas. Da habe ich damals bekommen, ich glaube 5,5% Zinsen. Das höchste waren, glaube ich, 7. Und ich habe die Sparbücher aber, ja, ich glaube, Minimum 5 Jahre sperren müssen und sowas. Und das ist dann alles, hat sich dann angesammelt gehabt und so Mitte 20, das war bei mir so 1996 irgendwas, ja, ist dann alles sozusagen abgelaufen gewesen und ich hätte das Zeug verlängern müssen und dann, ich hab dafür überhaupt nicht so wirklich gekümmert darum und dann lag das so irgendwie, glaube ich, ein Jahr lang da rum, sinnlos, ja, und ja, die Sparkasse hat sich bei mir auch nicht gemeldet, weil es sind einfach Arschlöcher sind, ja, muss man einfach so sagen. Und ja, und dann kam diese Dotcom-Blase und dann habe ich sozusagen meine kompletten Kindesersparnisse mit irgendeinem so Deppen dort ja in die Telekom ja investiert und den Rest kennt er ja wahrscheinlich schon, wenn er meinen Kanal kennt. Und natürlich die Telekom gekauft zum völlig falschen Preis und dann wieder zum völlig falschen Preis wieder verkauft und so weiter. Ne? Also letztendlich mein Vermögen hatte sich damals echt, ja, was ich da vom Kindesalter an gespart hatte, dann irgendwie halbiert oder noch weniger war es dann wert. Ich weiß es eigentlich, das habe ich eigentlich komplett verdrängt, ganz ehrlich. Und eigentlich in dem Alter hatte ich auch irgendwie 10.000 Sachen im Kopf, nur nicht permanent, so wie vielleicht zum Beispiel ein Kohler Bargwan oder andere in dem Alter jetzt auf YouTube ständig nur mir um Finanzen Gedanken zu machen. Also in dem Alter hatte ich wirklich 10.000 Sachen im Kopf, die jetzt mit Sparen und Aktien und so weiter einfach nichts zu tun hatten. Und ist ja auch ganz verständlich, weil du willst ja da, also auch irgendwie, bist ja in dem Alter, wo du einfach dich alle möglichen Dinge interessieren. Ne? Das ist einfach so und das ist auch gut so, ist auch richtig so. Was ich gemeinsam habe, auch hier Gemeinsamkeit, ist, dass ich auch in dem Alter eigentlich keinen Plan hatte, ich habe immer nur Wirtschaftsschule gehabt, ne? Und dann habe ich auch irgendwie, da war ich so weit, dass ich Wirtschaft studieren hätte sollen und dann waren da irgendwie 10.000 BWL-Studenten in so einem Saal, da hatte ich eigentlich auf das gar keinen Bock mehr. Ne? Also das ist einfach, da hatte ich dann auch irgendwie so einen totalen, bin da rumgeirrt, wusste nicht, was ich studieren, bin da irgendwie ständig irgendwelche Vorlesungen gegangen, Biologie, was weiß ich, und das ist natürlich alles letztendlich, was Vermögensbildung betrifft, natürlich totale Zeitverschwendung. Aber es ist halt so, wenn du halt nicht das richtige Umfeld hast, wenn du sozusagen niemanden hast, der dich gut kennt oder der dich mitzieht oder der dich fördert, keine Mentoren hast, keine Coaches, etc., etc., dann hast du da eben so Löcher drin, das ist ganz normal. Und in seinem Fall war es wahrscheinlich auch so, dass er letztendlich ja auch in seinem Umfeld niemanden hatte, der ihm gesagt hat, hey du, mach mal hier jetzt eine Firma, mach mal da eine Firma und so weiter. Ne? Und deswegen sind eben diese Verzögerungen da letztendlich unweigerlich. Ne? Also ist halt einfach so, woher willst du es denn wissen? Ne? Bist einfach blöd geboren und als Baby und du musst halt einfach irgendwo musst du das Wissen ja herholen. Also. Wie gesagt, im Jahr 2006. Und einer meiner anderen Kumpels da, schöne Grüße, Vangelis, ja, der hat damals gesagt, hey, bei uns direkt da, wo ich wohne, das war irgendwo Otto-Suhr-Allee oder so da, neben dieser Scientology-Kirche, da gibt es irgend so ein Fitnesscenter irgendwie, wo die so Ausbildung machen. Hier, du bist doch immer so an Training die ganze Zeit, mach doch irgendwie sowas. Ja, und ich so, hey, warum nicht? Ja, hab ja eh nichts anderes jetzt erstmal zu tun eine Weile, keine Ahnung, was ich machen soll. Studieren habe ich irgendwie auch nicht so richtig Bock, ja. Und dann habe ich erstmal so eine Fitness-Wellness-Trainer-Ausbildung gemacht. Die hat ungefähr 3 Monate gedauert, da war die Fitnesstrainer B-Lizenz inkludiert. Parallel habe ich auch noch dann meinen Führerschein gemacht. Es war also eigentlich ein ganz produktives Jahr 2006 und habe eigentlich ziemlich locker flockig so in den Tag reingelebt, habe die Ausbildung dort gemacht und das war auch ein entscheidender Moment schon, weil das hat zwar irgendwie 3.500 € gekostet und zusätzlich habe ich gleich mir auch noch ein Fahrrad für 1.000 € gekostet, ein sehr geiles, weil ich wollte immer schon ein geiles Fahrrad haben, da habe ich mir so ein geiles 1.000 € Fahrrad zusammenstellen lassen, mit schönen Schaltungen, Scheibenbremsen und so weiter, ja, war einfach ein schönes Ding, ja, und
Das Fahrrad wurde mir dann aber auch geklaut später irgendwann. Ich glaube 2008, 2009 wurde mir das Fahrrad mal geklaut. Und dann bin ich zum gleichen Fahrradladen gegangen. Ich weiß leider nicht mehr, wo er war, auch irgendwo in Charlottenburg. Bin ich zum gleichen Fahrradladen hingegangen, habe gesagt, ich will genau das Fahrrad nochmal genauso haben. Ja? Egal. Und dann, wie gesagt, die Ausbildung, 3.500 hat die ungefähr gekostet. Das heißt, ich habe schon so angefangen, das Kapital so ein bisschen dann so aufzuzehren, habe aber noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann ging es halt so nach und nach los mit dem Thema, wo meine Eltern mich auch immer mehr gedrängt haben, so, ja, jetzt hast du lange genug deine Zeit verplempert bei Bundeswehr und so weiter, jetzt gehst du studieren, so ungefähr. Ja, dann haben sie nochmal versucht, so ein bisschen so meine rebellische Selbst freiheitsfindende, sozusagen kapitalistische Persönlichkeit so ein bisschen. Bei mir hat es eher geheißen, mach einen Job, arbeite fleißig, ne? Da hieß es aber nicht, versuch möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel Geld, ja, mach dich selbstständig oder sowas. Es hieß nur, sei fleißig, arbeite. Ne, am besten rund um die Uhr, egal welcher Job. So, und da überhaupt auf die Idee zu kommen, zu studieren oder irgendwas, ja, oder irgendwie mehr zu machen, was anderes. Egal in welche Richtung, ja, war, ich weiß gar nicht, woher ich diese Ideen dann aufgesammelt habe, ne? Es steckt halt in mir drin und dann habe ich halt irgendwie gewusst, instinktiv in meiner Lehrzeit schon, hier Luftlinie, paar hundert Meter, dass ich mehr will in meinem Leben, als wie nur hier jetzt Industriekaufmann, Lehre fertig machen und dann da irgendwie als Sachbearbeiter rumsitzen, 10 Stunden am Tag auf so einem Stuhl. No fucking way, ja. Und es ist einfach aus dem intrinsischen Drang nach Freiheit und Abwechslung und ein interessantes Leben zu führen. Daraus sind einfach bei mir die Wünsche und die Träume entstanden, zu studieren, zu verreisen, im Ausland zu studieren, im Ausland zu arbeiten und dann später eben mich selbstständig zu machen und so weiter. Bisschen so in so eine andere Bahn zu lenken, auch zu sagen, hey, komm hier, der akademische Weg, der liegt in der Familie, den musst du auch einschlagen, dein Bruder macht Maschinenbau, dein Vater war Volkswirt und so weiter und so fort, ja, und ich dann so, ja, okay, naja, lass ich mich breitschlagen, habe ja sowieso immer das gemacht, was die anderen gesagt haben, und habe dann eben mich beworben, ich glaube unter anderem bei der FU, bei der HU, bei der TU, bei jeder U in Berlin habe ich mich irgendwie beworben. Und wurde natürlich überall erstmal abgelehnt. Ja, mit einem Abi von 3,1 wirst du natürlich erstmal bei den meisten Sachen nicht angenommen. Ja. Hinterher, klar, kann man immer sagen, zum Glück. Stell dir mal vor, ich wäre irgendwie an der HU angenommen worden für Psychologie oder so. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, oh Gott, will ich gar nicht wissen. Ich weiß nur, dann wäre diese Kurve wahrscheinlich nicht so gelaufen. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh drüber. Und es ging dann wiederum weiter, dass ich mich mit einem anderen Kumpel unterhalten habe, der an der SAE in Berlin, das ist die School for Audio Engineering, es hat ein Australier damals gegründet, das ist eine private Universität, die so im Bereich Technik und so weiter viele Studenten schon halt ausbildet auf der ganzen Welt. Und dort hat er gesagt, ja, der hat so irgendwas mit Tontechnik und so steht, hat er gesagt, hey, komm doch bei uns in die Uni, da gibt es nämlich auch Film und Animation, ja. Und der wusste nämlich von mir, von damals, dass ich mir damals während der Bundeswehrzeit hier so eine Kamera zugelegt habe und dann auch so ein paar Filme geschnitten habe, ja. Die gab es auch ursprünglich mal auf YouTube online, bis der ganze Kanal irgendwann mal gelöscht wurde, weil ja auch so teilweise ein paar sensible Bundeswehr-Sachen dort zu sehen waren, die halt eben so für die Öffentlichkeit nicht gedacht waren, um es jetzt mal zu formulieren. Ja, ich sag nur Geschütztaufe und so weiter. Das war eigentlich ganz lustig. Da waren wir so, mussten wir so am Panzer hinten dran stehen. Ja, und immer wenn du das erste Mal mit dem Panzer halt irgendwo schießt, dann musstest du halt so mit Händen so hinterm Rücken so in Matsch reinspringen und musstest so eine kleine Patrone, mit der im Panzer die Treibladung angezündet wird, musstest du so mit dem Mund halt aus dem Matsch rausholen und all solche abgefahrenen Sachen. Das war halt ziemlich cool und ich hatte mir gedacht, hey, ich muss das Ganze festhalten, habe mir so eine Kamera gekauft und das hat mein Kumpel natürlich dann damals mitbekommen, weil ich ihm die ganzen Sachen gezeigt habe und hat er gesagt, hey, das kannst du auch studieren da an der Uni. Und ich so, muss ich hier ganz kurz einfach einen Kommentar ablassen. So schlau war ich damals schon, dass ich schon vorher wusste, dass die Bundeswehr ein Idiotenverein ist. Ja. Und deswegen habe ich Zivildienst gemacht und den hätte ich auch noch mal besser machen können, wie ich es gemacht habe, aber hey, schon mal ein großer Schritt vorwärts war das damals, glaube ich.
Boah, geil, lass mal gucken. Und dann bin ich dahin und dann gab es da halt so Informationstage und so weiter. Und zack, habe ich mich sofort angemeldet, weil ich es richtig geil fand. Ja, es war, hat einfach riesig Spaß gemacht und es war einfach extrem praktisch an diesem Informationstag. Wir haben da so gleich am Anfang so, mussten wir die Kamera einstellen, haben Greenscreen und so weiter gemacht und es war einfach mega nice. Das einzige Problem war, sehr, sehr, sehr teuer. Ja, also da sind dann meine ganzen angesparten Bundeswehrgelder nach und nach für draufgegangen. Natürlich einerseits für die Uni, ja, weil es hat so ungefähr am Anfang gleich mal irgendwie 3.000, 4.000 gekostet für die ersten paar Monate. Da hast du auch das MacBook bekommen dazu und so. Und dann halt immer so jeden Monat halt immer ein paar hundert Euro noch, weil es halt eine private Uni war. Und gleichzeitig bin ich auch mit dem eben jedem Kumpel eingezogen in eine Wohnung, meine erste eigene wirkliche Wohnung, die war richtig im Kiez, ja, also kann man schon sagen, ich habe immer irgendwie so einen Drang zum Kiez hier in Magaluf und damals war das in Berlin in der Kurfürstenstraße, ja, also schöne Gegend, kann ich euch sagen, und da sind wir dann zusammen in eine Wohnung gezogen und er hat so ein bisschen so mehr Platz in der Wohnung, deswegen hat er mehr Miete gezahlt, ich habe dann den Rest gezahlt, das waren auch so an die 300 Euro, ja, und da hatte ich natürlich keine wirklichen Einnahmen mehr. Einnahmen sind weggefallen, aber Ausgaben sind auf einmal nach oben geschnellt. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Vermögenskurve erstmal hier sich nach und nach hier wieder immer weiter Richtung Null bewegt hat. Aber das war nicht alles negativ, weil dafür hat sich ja meine Wissenskurve und so weiter immer weiter nach oben bewegt. Also Humankapital, Geld investiert quasi, ja, um später irgendwann mal mehr zu verdienen. Und gleichzeitig habe ich mich im Fitnessbereich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer, hatte dort einen sehr coolen, motivierenden Dozenten, schöne Grüße Jörg, sage ich an der Stelle immer dazu, ja, Jörg Teschner, auch Fußpfleger, glaube ich, und macht viele andere coole Sachen, ein absolut cooler Dude, der hat mir richtig Motivation damals gegeben, ja, der hat gesagt so, ja, du kannst in deinem Leben sehr viel schaffen, sehr viel erreichen, wenn du es nur anlegst, du hast das Potenzial, ja, ist egal, was du in der Schule gemacht hast, ich glaube daran, du könntest auch Personal Trainer werden beispielsweise. Und ich so, boah, wirklich Personal Trainer, war so voll der Traum auf einmal, ja. So, wenn ich sowieso den ganzen Tag selber trainiere, dann ist doch noch besser, wenn ich das dafür bezahlt werden kann, ja. Und das habe ich dann so nach und nach gemacht und habe auch dann so erst meine ersten Kunden nach und nach gehabt. Das große Problem, ich hatte ja noch nicht wirklich eine sehr gute Qualifikation. Also die Leute von euch, die B-Lizenz Fitnesstrainer kennen, die kann man eigentlich so ziemlich an einem Wochenende machen. Ja? Also so ungefähr, da muss man jetzt nicht extrem viel wissen. Wenn man da schon ein bisschen trainiert hat und Ansatz, Ursprung von ein paar Muskeln weiß, dann passt das schon so ungefähr. Ja? Also ganz so schlimm nicht, aber es schafft eigentlich jeder. Ja? So wie ein Führerschein so ungefähr. Obwohl beim Führerschein bin ich beim ersten Mal sogar noch durchgefallen. Ja? Beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft. Und da habe ich nur so 10 Euro die Stunde verlangt am Anfang, weil ich einfach so unsicher war. Und das hat sich dann so eingebürgert. Ja? Und habe dann einfach immer sehr viel gearbeitet, aber nicht genug verdient. Und das war so eigentlich diese Selbstständigkeitsphase, die ging ziemlich lang. Ja? Die ging halt wirklich verdammt lang, bis zum maximalen Punkt, wo ich dann irgendwann 2.000 Euro Schulden hatte, weil ich für eben jene Personal Trainer Selbstständigkeit eine eigene Webseite haben wollte und halt einen Schulfreund engagiert hatte, der sich damit selbstständig gemacht hat, so eine Webseite zu bauen, und habe bei meinem Bruder Schulden aufgenommen und hatte halt einfach dann 2.000 Euro Miese. Ja, und wie ihr seht, also in dieser Zeit, wo jetzt viele von euch schon auch sind und schon mit 18, 19 absolut positive Vermögensbeträge haben, war das halt bei mir teilweise noch wirklich im negativen Bereich. Und das ist auch immer ein Aspekt, wenn jetzt ab und zu mich Leute fragen so, was bereust du denn in der damaligen Zeit oder würdest du irgendetwas, was du damals gemacht hast, jetzt anders machen, dann ist immer das genau auch der Punkt, dass ich sage, hey, hätte ich mich noch ein bisschen besser organisiert und so weiter, dann hätte ich alles machen können, was ich machen wollte, nämlich das Studieren, Film und Animation und so weiter, meine Fitnesssachen auch, und gleichzeitig noch hätte ich irgendwo arbeiten müssen oder in eine günstigere WG oder irgendwas machen, um eben diesen starken Rückgang des Vermögens aufzuhalten. Ja? Weil nachspülen mit ein bisschen Rotwein. Und kurz Pause machen. Bis gleich.
Den Deli Genus Hummus getrocknete Tomate vom Rewe kann ich euch wirklich nur empfehlen mit Ofenkartoffel. Ja, also Kartoffeln in den Ofen rein einfach, warten bis sie durch ist, ein bisschen angebrutzelt und dann nur so nebenbei. Weiter geht's. Im Endeffekt habe ich durch diese Selbstständigkeit sehr, sehr, sehr lange gebraucht, um wieder eben auf den aufsteigenden Ast zu kommen. Ja? Und zwar von tatsächlich ab dem Zeitpunkt, das war dann so ungefähr 2008 so, als das Studium dann auch Ende 2008 so rum war, das war so ungefähr der Zeitpunkt, wo wirklich auf dem Konto fast nichts mehr da war. Und es hat sich dann sehr, sehr, sehr lange eigentlich gezogen, bis ich halt wirklich auch wieder mal Momentum aufgebaut habe. Und hätte ich halt irgendwo einen richtigen Job noch erstmal angenommen und gleichzeitig mich aber weitergebildet und das gemacht und meine pa Selbstständigkeit quasi parallel zum Job aufgebaut, dann hätte ich wahrscheinlich das Ganze viel früher richtig in die richtige Bahn lenken können. Ja, und das ist so der Punkt, den ich heute anders machen würde, aber bringt ja nichts, jetzt irgendwie in der Vergangenheit zu schwelgen. So war es halt. Und im Endeffekt wusste ich aber schon hier damals, ja, als ich mir auch Earl Nightingale Lead the Field dann damals gekauft habe, das Audioprogramm, ich wusste ab dem Zeitpunkt schon, dass ich irgendwann mal in meinem Leben erfolgreich sein will. Und Ich hätte auch viele Downs und Ups, wahrscheinlich mehrere wie er noch. Es ist super schwer zu sagen. Hinterher sowieso immer schlauer, aber in dem Zeitpunkt, ich kann nur eins sagen, du musst unweigerlich, entweder du kaufst dir, heutzutage kannst du dir alles einkaufen, ja, du kannst als Angestellter sparen und dann kannst du dir Mentoren und Programme und Masterminds so lange reinziehen, bis du irgendwann also quasi eine Learning-Kurve hin hast, sodass du einfach nicht mehr so aufs Maul fällst. Aber damals bei ihm waren es 10 Jahre, bei mir waren es letztendlich ja nochmal 20 Jahre, damals 15 Jahre, 20 Jahre. Ich glaube, weiß nicht, wie viel älter ich bin, irgendwie sowas 5 bis 10 Jahre wahrscheinlich. Und das ist halt, du kommst aus einer Angestelltenwelt raus, ja, wo, wie ich schon mehrfach gesagt habe, und da steckt die Großteil der Bevölkerung steckt da drin. Und es hat ja auch seinen systemischen Hintergrund, warum das so ist. Ja, und warum unsere Großparteien, die sozusagen und alle Medien und die Gehirnwäsche und so weiter auch so funktioniert, so wie es funktioniert. Da geht es nur darum, möglichst viel und fleißig arbeiten und sparen. Und das am besten am Sparbuch. Damit systemische Unternehmungen mit deiner Arbeit, also Fabrikenbesitzer und so weiter, ne, also Unternehmer letztendlich von deiner Arbeitskraft zehren können und systemische Finanzinstitute wie Versicherungen, Banken und so weiter und Fonds und so weiter von deinem Sparvermögen auch wiederum profitieren können, ne, weil die einfach dein Gespartes auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto eben nehmen und damit eben Geld richtig Geld verdienen, ja, also nicht nur ein paar Prozent. Und das ist die systemische Grundlage letztendlich unseres kompletten Wirtschaftssystems, ne? Also wenn jetzt jeder Unternehmung machen würde, dann hätten wir lauter Einzelunternehmer oder so, aber es gäbe dann keine Angestellten mehr, die halt dann für Unternehmer arbeiten, ja. Und wenn du aus dieser Welt stammst, ja, wer soll dir dann sowas erzählen, ja, dass du am besten parallel selbstständig machst und angestellt und diese Tipps und jene Tipps und so weiter. Diese ganze YouTube-Tipps und Tricks und dass du einfach nur den PC anschalten musst, und dann hast du da irgendwie 10.000 Experten, die dir irgendwelche Gratis-Tipps geben. Das gibt's ja erst seit 2010 so richtig in Deutschland. Ja, in England war es vielleicht ein paar Jahre davor schon. YouTube gibt es erst seit 2007, glaube ich, oder sowas. Ja? Und Facebook, glaube ich, auch. Und also richtig, dass es bei uns angekommen ist, sowieso. Ja. Und davor konntest du in die Bibliothek gehen und das war's. Ja? Und dir irgendwie über 3 Monate hinweg irgendwie einen Wälzer durchziehen und versuchen, da irgendwas rauszuholen. Ich habe mir auch mein erstes Buch, was das Thema Reichwerden betrifft, von Kiyosaki, ja, Rich Dad, Poor Dad, ich habe es da hinten irgendwo rumliegen, und wenn ich mir das Datum anschaue, wann ich das gekauft habe und wo ich das gekauft habe, damals in New York 2000 irgendwas, ja,
also jetzt wirklich 20 Jahre fast her, dann frage ich mich auch, ja, ich habe mir doch damals schon das Buch gekauft, warum habe ich nicht bessere Entscheidungen gefällt? Ja, weil halt einfach, wenn du aus einem gewissen Umfeld kommst, reicht es nicht, wenn du halt ein einzelnes Buch dir kaufst und das ein bisschen dir durchziehst. Also bei mir hat es zumindest nicht gereicht. Und ich halte mich jetzt nicht für super saublöd, auch nicht für extrem schlau, bin ich bestimmt auch nicht, ja. Oder ich habe so ganz viele Dinge, die ich überhaupt gar nicht kann, aber dafür einige wenige Dinge, die ich vielleicht ein bisschen besser kann. Aber ja, ich bin letztendlich so irgendwie so ein Durchschnittsmensch halt einfach, ja. Und die meisten sind irgendwo Durchschnitt, sonst gäbe es ja den Durchschnitt nicht, ja. Das setzt ja voraus, dass die meisten im Durchschnitt sind. Und bei der reicht es halt nicht, wenn sich irgendwie Rich Dad, Poor Dad oder die Gesetze der Gewinner oder irgendwie ein paar schlaue Bücher kaufen und die ein bisschen lesen. Da gehört eine Menge mehr dazu. Und deswegen muss man sich da auch keine Vorwürfe machen oder sonstiges. Ja, also, weil es ist einfach ganz normal, dass wenn du keine große Hilfe hast, dass du mindestens dreimal auf die Schnauze fällst. Ja. Bis du dann irgendwann mal, ja, auf dem Weg nach oben bist und so richtig sicher ist es sowieso nie. Ja? Du kannst immer mal wieder auf die Schnauze fallen. Es gibt genügend extremst Erfolgreiche, die in ihren späten 50ern und 60ern plötzlich pleite gegangen sind und teilweise in den Knast gegangen und so weiter. Da gibt es immer wieder Beispiele, ich will jetzt keinen Namen nennen, und dann plötzlich irgendwie, dann plötzlich wieder schlauer werden und dann ein Buch schreiben und so weiter und weiser werden und so weiter. Ne? Schauen wir weiter. Und dass ich mal irgendwann reich sein will. Das wusste ich ab dem Moment schon und ich war so felsenfest davon überzeugt. Ich wusste es noch nicht wie und was und so, aber ich war einfach so überzeugt und habe dieses Programm immer wieder durchgehört und immer wieder so lange gemacht, bis es einfach so ein Teil von mir geworden ist. Ich habe ja auch dazu schon eine Videoserie und so weiter produziert und dass ich einfach gar keinen Zweifel mehr davon hatte. Ich wusste zwar nicht wann, aber ich wusste, dass ich es irgendwann schaffen werde. Und ich habe so viele verschiedene Sachen dann immer auch parallel ausprobiert, wo man dann immer dann gesehen hat, okay, das klappt eher so nicht, das klappt, ja, und natürlich auch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das gehört natürlich auch immer mit dazu. Ja, und dann, das müsste dann so Anfang 2011 gewesen sein. Zwischendurch hatte ich ja dann noch angefangen, im Aktienmarkt mal so ein bisschen zu investieren. Ja, das war so mein gerade so vom Geburtstag angespartes Geld, was ich da bekommen habe, was ich dann ja investiert habe in Infineon damals. Und dann, das war auch so nochmal so ein neues Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ah, okay, ich kann direkt jetzt dieser Investor werden, wie es bei Robert Kiyosaki auf diesem Buch steht. Und ich muss jetzt wirklich mehr Gas geben. Und das hat Interessant, dann dass er auch jetzt auch gerade dazu. Robert Kiyosaki erwähnt. Wie gesagt, ich kannte das Video vorher nicht. Ich schaue es mir gerade zum ersten Mal an. Sehr interessant. Und ja, in Aktien habe ich auch, wie gesagt, schon immer wieder mal was gekauft. Aber investieren, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, was ich da gemacht habe. Also ich bin nach Italien gegangen mit, ich glaube, 7.000 Euro Aktien damals und habe versucht, das zu vermehren oder davon zu leben. Bin natürlich gescheitert. Ich bin nach England gegangen mit irgendwie, ich glaube auch so um die, ich hatte eigentlich immer so zwischen, ja, irgendwie so zwischen 5 und 7.000, irgendwie hatte ich immer Euro Aktien, ja, oder Geld, wo ich dann versucht habe, mit Kaufen und Verkaufen mir zum Beispiel mein Studium zu finanzieren, ja. Ist natürlich auch voll in die Hose gegangen, ja. Ist natürlich total bescheuert, ja, mit so wenig Geld zu versuchen, hier, keine Ahnung, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, irgendwo in einem Land, das zum damaligen Zeitpunkt noch, ja, sagen wir mal, im Verhältnis ein Pfund zu 3 Deutschmark, ja. Also, das heißt, wenn du mit deinen Ersparnissen darüber bist, von sagen wir mal 10.000 Euro, dann waren das gerade mal 3.500 oder 4.500 Pfund wert, ja. Und die Mieten und so weiter, das war alles letztendlich mehr oder weniger genauso hoch wie hier. Das heißt, du hast letztendlich einen Kaufkraftverlust gehabt von fast 66%, mehr oder weniger, ja. Und so um den Dreh war das mal. Das ist dann immer weniger geworden über den Zeitraum.
Also ich habe da drüben in England dann auch viele kennengelernt, die genau deswegen nach England rüber sind, um dort zu arbeiten, weil eben dann das Verhältnis so gut war für sie als Verdiener und es dann immer weniger wurde. Dann war irgendwann nur noch, sagen wir mal, nur noch 1,5 Euro ein Pfund, ne? Und dann haben die schon rumgejammert, ne? Und dass es sich kaum noch lohnt, in London dort zu arbeiten. Aber gut. Gefühlt, dass ich beispielsweise angefangen habe, mehr Geld zu verlangen, ja, dass ich wirklich viel, viel, viel proaktiver geworden bin, als ich es irgendwie vorher war, wo ich einfach die Situation immer so mas o menos hingenommen habe, wie es war. Ich gebe euch mal einfach ein Beispiel. Ja. Du bist hier ein Personal Trainer, hast irgendwie deine drei, vier Kunden, merkst aber, du kriegst dadurch nicht genug, um halt wirklich Vermögen aufzubauen. Und dann auf einmal hast du aber so diesen Robert Kiyosaki gelesen, hast André Costolani gelesen und hast dein erstes Geburtstagsgeld an der Börse investiert und siehst, wie Infineon auf einmal aus dem DAX fliegt und wie er reinkommt und auf einmal anfängt zu steigen. Und auf einmal so ist es so, als ob so der ganze Nebel vor deinem Kopf sich so lichtet und du so denkst, Alter, ich muss mehr hier investieren in der Börse, ja. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auf die Kunden zugegangen bin, die ich schon hatte. Das waren meistens irgendwelche Ärzte und gesagt habe, hey, ich möchte jetzt Flyer erstellen, ich möchte Angebote erstellen, die ich einerseits bei euch, also mit zum Beispiel euren Partnern oder anderen Leuten, die ihr kennt, macht, oder aber auch in eurer Praxis Werbung machen dafür und so weiter. Und viele von denen waren sehr, sehr, sehr zuvorkommend, haben mir da auch echt super geholfen, bin ich auch extrem dankbar dafür und auch für die Tipps natürlich, die man da bekommt. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr selber selbstständig seid und für andere Selbstständige arbeitet, dann kriegt ihr natürlich auch jede Menge immer gute Ratschläge, was so das Thema Vermögen und so weiter angeht. Ja, und da habe ich echt auch einiges lernen können. Und das hat eben dazu geführt, dass ich mehr Kunden bekommen habe und dass ich auch mehr Geld verlangen konnte. Ja? Und das war dann eben auch so der Start, dass ich ganz komplett neu gedacht habe und dann aber auch wirklich auch gesagt habe, okay, zusätzlich zu dem mache ich jetzt noch mehr, weil das Studium war dann ja vorbei, das Film- und Animationsstudium, hatte ich wieder ein bisschen mehr Zeit und habe dann angefangen und mich beworben an der TU Berlin, allerdings nicht mehr zum Studieren, sondern als Fitnesstrainer, als Flächentrainer und habe dann dort einfach noch bis ziemlich lange, eigentlich von 2010 bis fast, ich glaube 2014 oder so, dort regelmäßig auch noch gearbeitet, um noch mehr Geld zu verdienen. Was ist die Börse? So, und dann, wie das halt immer so ist, man ist natürlich dann in der Uni, lernt viele neue Leute kennen ständig und hat auch natürlich alte Freunde und alte Leute, mit denen man irgendwie immer wieder sich halt hinsetzt und austauscht und redet, ja. Und dann war es halt eben so, dass ich genau mit dem damals, der mir die Webseite gebaut hat, irgendwann so die Idee hatte, im Bereich Fitness was zu machen. Und zwar online. Ich hatte halt einfach gemerkt, dass in dem Fitnessstudio ich immer wieder die Übungen aufs Neue erklären muss. Und es ist halt schon irgendwann recht monoton. Stellt euch mal vor, ihr macht irgendwie 10 Anleitungsstunden am Tag und ihr müsst 10-mal immer wieder dieselben Übungen erklären. Immer wieder, so funktioniert der Bizeps-Curl, so funktioniert der Latzug und so weiter. Und ihr kommt euch einfach irgendwann dumm vor. Und das war dann ursprünglich die Idee dafür, Anleitungsvideos eben auf YouTube zu machen. Ja, da gab es natürlich dann direkt in der typischen Art und Weise erstmal jede Menge Ärger, weil ich habe da so ein Video gedreht an der Uni, habe das geschnitten, richtig aufwendig und so weiter, habe das hochgeladen auf YouTube und so. Und dann hat das natürlich ziemlich schnell einer der Chefs von der TU gemerkt. Ich hatte keine Genehmigung dafür gehabt. Dann hat er natürlich erstmal gemeckert. Ja. Ich habe das Video trotzdem nicht gelöscht. Ich fand es einfach zu gut. Ja. Und ist, glaube ich, sogar immer noch online. Ja. Es geht um Ausdauertraining oder irgendwie sowas. Und das habe ich halt auf YouTube gemacht. Und mein anderer Kumpel, der konnte halt Webseiten programmieren. Und dann kam noch ein Dritter dazu, der David, ja, der eben damals schon so angefangen hatte, so ähnlich wie Flavio auch damals im Fitnessbereich, ja, auch so Gitarrenlernunterricht zu
ja, einfach zu geben, online. Ja, also du konntest bei dem so richtig Gitarrenlernkurse buchen und so weiter. Ja, also wie lerne ich Gitarre, wie kann ich so ein Lied mir nach und nach einprägen, all diese ganzen Sachen. Und mit dem, weiß ich noch, haben wir uns dann mal zu dritt hingesetzt und der hat dann gesagt, ja, Fitness ist ein spannender Markt, lass das anfangen, lass das starten. Ja, und dann haben wir eine Weile gesucht, was den Namen angeht. Und dann irgendwann kamen wir halt auf diesen Namen zur Strandfigur und haben das dann halt aufgebaut. Eine Webseite, YouTube-Kanal und dann, das war so Anfang, Mitte 2011 ungefähr, da gibt es auch noch die ersten, die ganzen Videos von damals. Das war wirklich der Start, wo es dann wieder aufwärts ging. Ja? Weil ich habe parallel eigentlich zu den YouTube-Videos direkt unser erstes Produkt eigentlich auf den Markt gebracht, nämlich einen Online-Mitgliederbereich. Und den haben wir dann über die folgenden Jahre eigentlich von 2011 bis 2014, Ende 2014, Anfang 2015 sogar betrieben und immer weiter halt ausgebaut. Und das wurde halt wirklich dann ein, kann man sagen, es lief zwar damals noch über meine freiberufliche Tätigkeit in Berlin, aber man kann sagen, das war wirklich halt die erste wirkliche unternehmerische Sache, die dann auch geklappt hat. Ja. Und da haben wir dann alles Mögliche immer weiter ausgebaut. Also wir hatten dann wirklich nicht nur den YouTube-Kanal, nicht nur dann den Strandwelle-Podcast zum Beispiel auch. Damit hat fast noch niemand Podcast gemacht in Deutschland. Ich hatte diesen Podcast in Amerika, da waren wir damals irgendwo eingeladen, mal zum Beispiel nach Chicago auf so einem Online-Marketing-Event. Das war dann so 2013, da haben alle von Podcasts gesprochen. Habe ich diesen Podcast gelauncht, da haben wir angefangen, Springseile zu importieren und zu verkaufen. Haben eine Ernährungsplan-Software gebaut, wo man halt so user-generated content-mäßig so Rezepte erstellen konnte, um die dann, wie gesagt, in seinen Ernährungsplan einzufügen, das Produkt haben wir verkauft, alle möglichen Sachen. Und das hat wirklich dann dazu geführt, dass ich halt immer mehr und mehr hier, wie man sieht, an der Tafel Geld auch zurücklegen könnte, was ich natürlich... Das wird mir jetzt zu lange. Ich muss nämlich noch was anderes machen. Tut mir wirklich leid. To be continued. Ich werde das hoffentlich nicht vergessen, dieses hier noch zu beenden. Jetzt wird es nämlich erst richtig spannend, Leute, Jungs. Also im nächsten Reaction-Video, Teil 2, Vermögenskurve, Kolja Bakon, schaut mal wieder rein, was wieder heißt. Dein Thomas Klein von der Mission Millionär. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.